Ihr habt bestimmt in den vergangenen Tagen auch diese Nachricht hier gelesen. Der Facebook-Konzern, der inzwischen Meta heißt, droht offensichtlich damit, sich aus Europa zurückzuziehen. Grund dafür sind die europäischen Datenschutzbestimmungen, mit denen der Konzern überhaupt nicht einverstanden ist. In einem Jahresbericht an die US-Börsenaufsichtsbehörde heißt es, wenn es nicht mehr möglich sei, Daten von Nutzerinnen und Nutzern zwischen verschiedenen Ländern hin und her zu transferieren, sei es, Zitat, wahrscheinlich nicht möglich, Dienste wie Facebook oder Instagram in Europa anzubieten. Inzwischen hat Meta diese vermeintliche Drohung etwas relativiert. Man drohe absolut nicht damit, Europa zu verlassen, heißt es in einer Stellungnahme des Konzerns. Es sei vielmehr einfache Realität, dass Unternehmen auf Datenübertragungen zwischen der EU und den USA angewiesen seien, sonst könne man die Dienste schlichtweg nicht betreiben. Das, was Meta hier tut, bezeichnen viele Expertinnen und Experten als Säbelrasseln, also ein übermächtiger Konzern, legt sich mit der EU an und am Ende steckt wahrscheinlich nicht besonders viel dahinter. Es wäre aber trotzdem mal interessant, dieses Gedankenexperiment zu Ende zu führen. Was wäre denn eigentlich, wenn Facebook, Instagram, WhatsApp und Co. tatsächlich in der EU abgeschaltet würden? Welche Auswirkungen könnte das haben? Das klären wir jetzt. Bei R&D erklärt werfen wir regelmäßig einen Blick auf die manchmal ganz schön komplizierte Nachrichtenlage und wir erklären die Hintergründe verständlich und einfach. Wenn ihr auch etwas lernen wollt, dann abonniert gerne unseren YouTube-Kanal und drückt die Glocke, um kein weiteres Video zu verpassen. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, ne? Aber wenn ich darüber nachdenke, dass ich Meta künftig aus Europa zurückziehen könnte, dann lässt mich das im ersten Augenblick eigentlich ziemlich kalt. Die Plattform Facebook beispielsweise hat ja heute schon lange nicht mehr die Bedeutung, die sie vor ein paar Jahren vielleicht mal hatte. Viele gucken wahrscheinlich nicht einmal mehr rein. Instagram, klar, ist auf jeden Fall ein netter Zeitvertreib, aber ob man das jetzt wirklich fürs Leben braucht, ich weiß es nicht. Bei anderen Angeboten des Konzerns sieht die Sache aber schon etwas anders aus, denn die haben sich deutlich tiefer in unseren Alltag eingegraben, als uns vielleicht lieb ist. Der Messenger WhatsApp zum Beispiel wird allein in Deutschland von 58 Millionen Menschen genutzt. Wer irgendjemanden per Nachricht erreichen will, der versucht das wahrscheinlich nicht über Threema oder Signal und wahrscheinlich auch nicht über die altmodische SMS, sondern vermutlich über WhatsApp. Fast jeder hat diesen Messenger auf seinem Handy installiert. Und wie groß die Marktmacht dieses Konzerns ist, zeigt sich auch bei dem Blick auf die restlichen Nutzungszahlen. Denn auch der zweitmeistgenutzte Messenger gehört mit 18,1 Millionen Nutzerinnen und Nutzern in Deutschland dem Meta-Konzern, der Facebook Messenger. Erst abgeschlagen auf Platz 3 folgt dann iMessage von Apple und Skype von Microsoft. Man kann also sagen, unsere ganze private Kommunikation auf dem Smartphone liegt in der Hand eines einzigen Unternehmens, was morgen auch einfach den Stecker ziehen könnte. Und das ist nicht alles. Auch im Job möchte Meta künftig die Kommunikation bestimmen. Dafür gibt es bereits eine eigene App, die sich Workplace nennt und von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Unternehmen genutzt werden kann. Hier sind ähnlich wie bei WhatsApp Gruppen, Chats und Live-Videos möglich. Wenn man also schon bei der privaten Kommunikation komplett auf einen Konzern vertraut, dann kann man es im Job ja gleich auch machen. Tja, aber nicht nur beim Messaging hat sich Meta eine ziemliche Marktmacht erkämpft, auch an anderer Stelle hat das Unternehmen sehr schnell erkannt, wie wichtig es ist, seine eigenen Dienste mit anderen Orten des Internets ganz eng zu verzahnen. Schon kurz nach dem Launch von Facebook führte das Unternehmen beispielsweise eine eigene Login-Funktion ein, die auch von anderen Website-Betreibern genutzt werden kann. Wer etwa über Buchungsportale ein Hotel buchen möchte, muss sich nicht zwangsläufig mehr mit Namen und E-Mail-Adresse dort anmelden. Ein Login über Facebook reicht völlig aus. Beim Musikstreaming-Dienst Spotify war der Login über Facebook sogar lange Zeit Pflicht. Wer keinen Facebook-Account besaß, konnte den Dienst gar nicht nutzen. Im Umkehrschluss bedeutet das, wenn Facebook tatsächlich abgeschaltet würde, dann würde wahrscheinlich auch diese Login-Funktion wegfallen und im schlimmsten Fall wären dann Millionen Nutzerkonten auf anderen Websites auch nicht mehr nutzbar. Aber noch härter als Privatpersonen dürfte ein möglicher Meta-Rückzug wahrscheinlich Unternehmen treffen. Ganze Branchen vertrauen heute auf Plattformen wie Instagram. Kleine Unternehmen wie auch größere haben hier ein Profil und die Möglichkeit, zielgruppengerechte Werbung an Konsumentinnen und Konsumenten auszuspielen, gehört für viele fest zum Geschäftsmodell. Beim Branchenmagazin W&V bezeichnet ein Unternehmensberater die Pläne von Meta gar als Katastrophe. Das würde insbesondere im E-Commerce massive Auswirkungen haben, meint er. Hier seien ganze Unternehmen mit über 1000 Mitarbeitern vom Meta-Konzern und seinen Werbemöglichkeiten abhängig. Ganz ähnliche Konsequenzen dürfte eine Abschaltung
Verwaltung von Facebook oder Instagram auch für ehrenamtliche Organisationen haben. Denn die erzielen ja über diese Portale ziemlich große Reichweiten und machen dort auf ihre Themen aufmerksam. Gleiches gilt auch für Künstlerinnen und Künstler oder Medienhäuser. Und nicht zuletzt die Werbeträger all dieser Branchen dürften einen Facebook-Rückzug zu spüren bekommen. Konkret die Influencer. Deren Geschäftsmodell fußt neben der Google-Plattform YouTube ja vor allem auf der Meta-Plattform Instagram. Hier haben Lifestyle-, Fitness- und Beauty-Sternchen teilweise Followerzahlen im Millionenbereich, eine Reichweite, die von einem auf den anderen Tag völlig wegbrechen würde und sie möglicherweise arbeitslos macht. Allein diese Beispiele zeigen schon, wie eng verzahnt der Meta-Konzern eigentlich mit der Internetwelt ist, mit unserem Alltag, ja mit der Existenz ganzer Branchen. Und die aktuellen Pläne des Konzerns zeigen, dass man hier längst weiterdenkt. Mit Oculus beispielsweise hat Meta seinen Fuß in die Welt der Virtual Reality gesetzt. Mit der Gerätefamilie Portal ist man laut Meta-Konzern engsten Freunden oder Familienmitgliedern immer ganz nah. Und dann wäre da auch noch Novi, ein digitales Portemonnaie für die ganze Welt und Metas Einstieg ins Finanzbusiness. Inzwischen arbeitet der Konzern gar an einem sogenannten Metaverse. Darunter versteht man eine digitale Welt, in der man mit einem eigenen Avatar zukünftig arbeiten, Freunde treffen, lernen und sogar Konzerte besuchen kann. Eine weitere Plattform also, mit der sich der Konzern tief in die Lebensrealität seiner Nutzerinnen und Nutzer graben will. Was, wenn das plötzlich alles abgeschaltet wird? Die gute Nachricht, dass es soweit kommt, halten Expertinnen und Experten eher für unwahrscheinlich. Johannes Ehrenwert von der Agentur Boomer sagte beispielsweise dem Branchenmagazin T3N, Zuckerberg wird seine Services in der EU auf keinen Fall abschalten, weil er sich damit einen seiner größten Märkte zerstören würde. Vielmehr rechnet Ehrenwert damit, dass der Meta-Chef das Monopol von Facebook und Instagram als Druckmittel gegen die EU einsetzt, sich in letzter Konsequenz aber anpassen und neue Marketing-Tools entwickeln wird. Auch der EU-Abgeordnete Patrick Breyer von der Piratenpartei glaubt nicht an eine tatsächliche Abschaltung der Meta-Dienste. In Anbetracht des Profits von Meta in Europa halte ich es für ausgeschlossen, dass der Konzern seine Drohung wahrmacht, so Breyer in einer Pressemitteilung. Ein Warnschuss ist dieses Säbelrasseln aber allemal und eine gute Gelegenheit, mal die eigene Nutzung der Meta-Dienste auf dem Smartphone in Frage zu stellen, beispielsweise im Bereich des Messagings, denn es gibt ja durchaus noch andere Messenger als WhatsApp, die vielleicht nicht einem Megakonzern angehören. Auch die meisten Buchungsportale, Streamingdienste und andere Services lassen sich von der Facebook-Plattform entkoppeln und mit klassischem E-Mail-Login nutzen. Auch bei Spotify ist es inzwischen problemlos möglich, sich ganz klassisch über die eigene E-Mail-Adresse einzuloggen. Die Branche der Werber oder Influencer allerdings, die wird wahrscheinlich auch in Zukunft noch auf Plattformen wie Facebook oder Instagram angewiesen sein, zumindest solange diese Dienste von allen genutzt werden. Da hilft nur ganz viel Optimismus, dass bloß niemand den Stecker zieht. Und das war unser R&D erklärt zum Thema Facebook und seiner Drohung, sich aus Europa zurückzuziehen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, wenn ihr was gelernt habt, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und ihr könnt natürlich auch unseren YouTube-Kanal abonnieren und die Glocke drücken, dann verpasst ihr kein weiteres Video. Ich sag tschüss und bis zum nächsten Mal.